neuen sozialen Bewegungen eben charakteristisch oder grundlegend sei, dass sie eben keinen gesamtgesellschaftlich verändernden Horizont mehr hätten. Und ich denke, dass genau das falsch ist. Ich denke, dass es natürlich, oder natürlich ist in Wissenschaften gar nichts, in Gesellschaften auch nicht, aber ich denke, dass sozusagen logischerweise Bewegungen die Ausformung haben können, dass sie nicht alles in Frage stellen, dass sie nicht die Revolution machen wollen und dass sie auch keine komplett gesellschaftlich weitergehende oder umfassende alternative Vorstellung haben. Ich denke aber gleichzeitig, dass in so ziemlich jeder Bewegung ein Kern davon drinsteckt, also eine embryonale Form von einer gesellschaftlich alternativen Vorstellung. Also ich denke, dass Bewegungen, soziale Bewegungen, auch die, die als Ein-Punkt-Bewegungen, als soziale Bewegungen eingekerkert werden, keineswegs Ein-Punkt-Bewegungen sind. Die Anti-Atom-Bewegung ist nicht nur gegen Atomkraft, sie hat offensichtlich auch eine ganz andere Vorstellung von Energiepolitik, von Konsumverhalten. An ihren Praktiken kann man erkennen, dass sie eine andere Vorstellung von Demokratie hat und das lässt sich so weiter ausführen. Das heißt, es gibt keine Ein-Punkt-Bewegung oder äußerst selten. Und das ist ja aber erstmal das, worauf die ganze Definition der neuen sozialen Bewegung ganz stark aufbaut. Es wird gleichzeitig diesen Bewegungen damit abgesprochen, dass sie die zentrale gesellschaftliche verändernde Kraft sind. Denn ansonsten können sie ja keine Ein-Punkt-Bewegungen sein. Durch die Arbeitsteilung, die übernommen wird zwischen Sozialem und Politischem, wird damit den sozialen Bewegungen eben, wie gesagt, diese Systemimmanenz zugewiesen und sie können aus dem gar nicht richtig ausbrechen. Sie werden immer als in der sozialen Bewegungsforschung als sozusagen in Opposition zu irgendwas Bestehendem konstruiert. Und es werden immer bestimmte konzentrische Kreise aufgebaut, in denen Bewegungen dann sozusagen eine organisierte, institutionalisierte Kerngruppe haben, aber dann halt tatsächlich ausfasern etc. Das mag bei manchen Bewegungen der Fall sein. Allerdings sind dann wiederum organisierte Bewegungen, wie es in Lateinamerika oder auch anderen Weltregionen durchaus ganz deutlich ist, also die Landlosenbewegung in Brasilien ist die MST, entweder ich bin in der MST oder ich bin nicht Landlosenbewegung, Punkt. Also da gibt es keine konzentrischen Kreise. Sowas ist gar nicht erklärbar durch diesen Begriff. Es ist auch nicht erklärbar, diese ganzen neuen Bewegungen der letzten 2-3 Jahre sind in dem Bewegungsbegriff nicht mehr erklärbar. Von daher denke ich, dass es bei der emanzipatorischen Forschung um soziale Bewegung im ersten Schritt darum gehen muss, zu erkennen oder anzuerkennen, dass es ein Primat der Bewegungen gibt. Also wenn ich Gesellschaft grundsätzlich ändern will, dann muss diese grundsätzliche Änderung aus der Selbstorganisierung der Menschen kommen, die sich in die Alternativen organisieren und die das Neue schaffen. Das Neue kann nicht aus dem Alten entstehen. Also es kann nicht aus der liberalen Demokratie die Emanzipation entstehen. Die kann nur aus den Bewegungen entstehen, die nicht Teil der liberalen Demokratie sind. Das heißt, das muss ich erstmal anerkennen und entsprechend auch diese Trennung zurückweisen, die Trennung der Sphären von sozialen, politischen und ökonomischen, die, wie gesagt, wie alle möglichen weiteren Trennungen Grundlage des kapitalistischen Systems und der bürgerlichen Gesellschaft ist, wie zum Beispiel die Trennung zwischen Hand- und Kopfarbeit. Und das ist genau die Trennung, die wir dann in die Methoden reingehen, wo ich auch noch mal kurz was dazu sagen will, dann auch als Forscher oder Forscherin eben in der Praxis versuchen sollten, zu reduzieren. Aufzuheben ist wahrscheinlich etwas viel verlangt, aber zumindest zu reduzieren. Von was für Bewegungsgriff aber Begriff gehe ich dann aus? Wie gesagt, Bewegungen sind potenziell konstituierende Macht. Bewegungen sind potenziell die zentrale gesellschaftlich verändernde Kraft. Ich denke, dass Bewegungen ganz klar eine Rationalität haben, so wie wenn wir auf Historiker zurückgreifen, wie
wie Howard Zinn oder Hobsbawm etc. ganz klar eine Geschichte von unten formuliert wird, die von Bewegungen, von Menschen in Bewegung gemacht wird und diese eine ganz klare Rationalität in ihrem Vorgehen haben und nicht, wie es eher üblich ist, Bewegungen als irgendwie erscheinende zufällige Zuckungen der Gesellschaft zu betrachten. Ich denke, dass es wichtig ist, zu sehen, dass diese Bewegungen auch sehr bewusst oder unbewusst, aber immer eine starke historische Dimension haben, indem sie an vorangegangene Erfahrungen anknüpfen, indem sie gleichzeitig das, was Benjamin Jetztzeit nannte, schaffen, also indem sie sozusagen Realitäten schaffen, die in einem Ansatz spürbar machen, wie eine zukünftige Gesellschaft vorstellbar ist, gewünscht wird, etc. Und das können wir umso mehr bei den aktuellen Bewegungen der letzten 2 Jahre sehen, indem eben die Frage der sich Territorien und Räume zu holen und diese anders zu gestalten, ganz zentral ist. Ich würde mich in diesem Bewegungsbegriff dann eben entsprechend auf ganzen kritischen Marxismus, also Bloch, Benjamin und andere Definitionen berufen und wie gesagt auf diese Ansätze von Historikern wie Zinn, Hobsbawm etc. und dadurch eben Bewegungen als die historische potenzielle konstituierende Macht definieren, die es in sich birgt, das Neue zu erschaffen. Das heißt in der Folge, wie gesagt, dann eben auch ein Primat der Bewegung zu akzeptieren. Was heißt das für die konkrete Untersuchung? Für die konkrete Untersuchung heißt es, dass ich zum Beispiel in meinen Sachen mit einem weiterentwickelten oder an die Situation angepassten Ansatz der Mituntersuchung arbeite. Und das heißt, in erster Linie mal davon auszugehen, dass nicht die Forscher oder Forscherinnen die Experten sind, sondern es sind die Personen, die in den konkreten Abläufen drinstecken. Das sind die Personen, die genau am besten wissen, was eigentlich läuft. Aufgrund aber eben dieser von mir jetzt bereits zitierten Eigenschaft, des Kapitalismus zu spalten, also sprich in Ökonomie, Politik, Soziales, Hand- und Kopfarbeit etc., wissen die konkreten Personen zwar am besten, was ist, aber sie haben es absichtlich, also mit Absicht ist ihnen niemals beigebracht worden, ihr Wissen zu kontextualisieren und zu systematisieren. Und ich denke, dass die Aufgabe von kritischen Forschern und Forscherinnen genau darin liegt, in der Arbeit, in den Interviews, auch wenn ich Interviews für meine eigene Forschung mache, sozusagen mitzudenken, wie kann ich den Interviewten ein Gerüst zur Verfügung stellen, mit dem sie ihre eigenen Erlebnisse, ihre eigenen Erfahrungen, ihr Wissen systematisieren und kontextualisieren können. Was dann heißt, sie ziehen die Schlüsse und nicht ich als Forscher ziehe die Schlüsse. Ich kann dann meine Schlüsse über ihre Schlüsse ziehen, aber es geht nicht darum, dass ich interpretiere, was sie sagen, sondern es geht darum, dass sie selbst dahin kommen, es zu sagen und das zu denken. Ich denke, dass es ein sehr wichtiger Schritt ist. Es ist ein wichtiger Schritt in diesen Interviews, in die Subjektivität der Personen reinzugehen. Könnte ich auch wieder die Klassiker von Marx über Gramsci bis sonst wen zitieren, die alle eben von dieser konkreten Subjektivität auch sprechen, die wichtig ist, um auch eben Aussagen treffen zu können, in welche Richtung bestimmte Entwicklungen gehen, welches Potenzial bestimmte Bewegungen haben, bestimmte Veränderungen haben. Das kann ich nicht durch eine Analyse vollziehen, die Subjektivität der Menschen und wie die sich diese Subjektivität in den Bewegungen und durch die Beteiligung an Bewegungen verändert. Wenn ich das nicht mit reinnehme, dann kann ich eigentlich kaum eine Aussage dazu treffen, zu der Qualität, die diese Bewegungen haben, beziehungsweise zu dem Potenzial, was diese Bewegungen, die ich untersuche, haben. Ich denke, es ist wichtig, in diesem Zusammenhang auch zu gucken, dann natürlich und zu denken,
das Interview nicht nur in Funktion meiner Forschung als Forscher oder Forscherin zu denken, sondern eben genau im Hinblick auf diese Aufgabe, den Interviewten und diese Möglichkeit, dieses Gerüst zu geben, um selbst bestimmte Überlegungen machen zu können. Manchmal sind das völlig banale Angelegenheiten. Also zum Beispiel eben, also ich mache sehr lange narrative Interviews, in denen ich die Personen, die Teil von bestimmten Prozessen sind, nehmen wir mal einen Aufbau einer lokalen Selbstverwaltungsstruktur oder eines Konflikts in einer Fabrik oder wie auch immer, indem ich die bitte, dass sie die komplette Geschichte von vorne bis hinten erzählen. Das ist wichtig, auch wenn ich die Geschichte selbst kenne, auch wenn ich sie vielleicht schon zweimal aufgenommen habe, es ist wichtig, weil die meisten Menschen, die in konkreten Prozessen drinstecken, eben nie die ganze Geschichte erzählen. Sie bewegen sich in der Regel mit anderen Menschen, die auch irgendwie daran beteiligt sind. Alle glauben, dass alle wissen, um was es allgemein geht. Und es wird nie faktisch die ganze Geschichte nochmal rekapituliert. Und das ist aber gleichzeitig äußerst wichtig für jeden Einzelnen und jede einzelne Beteiligte, um selbst die eigene Erfahrung zu systematisieren und zu strukturieren. Das heißt, dass es eine ganz einfache Übung ist, die aber eben auch, wenn sie für mich vielleicht als Forscher, nachdem ich das 5-mal gehört habe, wie der Ablauf gewesen ist, nicht mehr vonnöten ist und ich könnte sozusagen einzelne Fragen stellen, um mein Forschungsbedürfnis zu befriedigen. Aber es ist, wenn ich mich als Forscher eben als Teil von der emanzipatorischen Bewegung verstehe, von gesellschaftlicher Veränderung, dann lasse ich diese Geschichte nochmal komplett erzählen, weil ich weiß, sie nutzt der Person extrem viel, die dort interviewt wird. Das ist auch wichtig, weil wenn ich genau diese Forschung, diese Mituntersuchung mache, habe ich es meistens mit Menschen zu tun, die natürlich in der Regel nicht interviewt werden, die nicht befragt werden, für die das was Besonderes ist, was auch heißt, dass es automatisch zu Gesprächen führt. Also nachdem die Leute interviewt wurden, fragen Sie sich gegenseitig, was wurdest du gefragt, was hast du denn geantwortet, warum hast du das geantwortet? Das heißt, es sorgt wieder erneut für Diskussionen. Wichtig ist auch da in diesem, was die Subjektivität und auch die Fragestellung betrifft, auch wieder ein ganz banales Beispiel, Untersuchung zu lokaler Selbstverwaltung in Stadtteilen in Venezuela. Und ich habe die Leute einfach gefragt, wie sich ihr Leben persönlich eigentlich durch die Partizipation verändert hat. Klingt erstmal wie eine banale Frage und man würde denken, jeder hat sich das schon überlegt. Tatsächlich waren 95% der Antworten, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber ich habe zwar weniger Zeit, aber ich bin glücklicher, ich habe mehr Leute kennengelernt, ich fühle mich besser, etc., etc. Diesen Schritt zu machen, das ist natürlich ganz zentral. Also wenn die Personen, die aus dieser kollektiven Beteiligung heraus nicht die bewusste Verknüpfung machen, dass es ihnen genau deswegen besser geht, weil sie kollektiv agieren, weil sie solidarisch agieren, weil sie für die Community und sich selbst agieren, weil sie ihre Angelegenheiten in die eigene Hand nehmen, kann es ganz schnell passieren, dass, wenn es irgendwas anderes gibt, eine neue Telenovela, dann sitzen sie eben wieder vor dem Fernseher und gehen nicht raus und fragen sich dann selbst, wenn sie es überhaupt fragen, warum sie eigentlich jetzt wieder depressiv sind oder schlechter gelaunt. Also es können zum Teil ganz banale Sachen sein, die aber in dieser Auseinandersetzung zwischen Forscher, Forscherin und Interviewten eine ganz wichtige Rolle spielen. Im weiteren Forschungsprozess ist es natürlich wichtig, die Ergebnisse verständlich und diskutierbar für jene Leute auch aufzuarbeiten, mit denen ich gearbeitet habe. Also, dass ich natürlich dorthin zurückgehe und mit ihnen diskutiere, was ich glaube, herausgefunden zu haben, was ihnen das nützen kann und so weiter. Bis dahin, dass ich sowohl mit Leuten aus Stadtteilen in Caracas wie auch in verschiedenen Fabriken in Venezuela zum Beispiel Workshops gemacht habe, in denen sie selbst gelernt haben, wie man Mituntersuchungen macht. Also indem wir zusammen einen Fragebogen zu bestimmten Thematiken erarbeitet haben, dann Testinterviews gemacht wurden, sie sich gegenseitig oder andere Leute interviewt haben, das transkribiert haben und das zusammengefasst haben. Nicht, weil ich erwarte, dass die
dass sie jetzt alle anfangen, Mituntersuchungen zu machen oder Interviews zu machen, sondern weil es tatsächlich eine sehr gute Übung ist und für Leute, die in solchen Prozessen drinstecken, auch wichtig ist zu lernen, wie frage ich, was frage ich, wie läuft so ein Gespräch ab, wie fasse ich zusammen zum Beispiel, was sind wichtige Punkte. Also diese ganzen Sachen, wenn ich was Bestimmtes wissen will, wie frage ich dann. Also das alles zu lernen, ist natürlich für Basisaktivisten unglaublicher Reichtum. Von daher ist es auch, glaube ich, ein nicht notwendiger, aber ein möglicher Punkt, um sozusagen da was zurückzugeben oder was mitzumachen. Was können dabei für Probleme auftreten? Um dann nochmal kurz darauf einzugehen. Ich denke, das Problem, was sicherlich immer auftaucht, ist, dass man, aber das taucht in jeder anderen Forschung auch auf, dass man irgendwann ab einem gewissen Punkt merkt, oh, eigentlich hätte ich noch einen ganzen Komplex dazunehmen sollen von vornherein an Fragen und Angelegenheiten und habe aber jetzt schon die Hälfte der Interviews gemacht und habe es nicht dabei gehabt. Und dann steht man natürlich vor der Entscheidung, lasse ich es jetzt weg, obwohl es wichtig ist, aber dafür ist dann alles standardisierbar, was ich jetzt habe oder was mache ich jetzt damit. Ich denke, also was Fragen wie wahrscheinlich in wissenschaftlichen Diskussionen erwartet wird, dass solche Sachen aufkommen wie Probleme mit Objektivität oder irgendwas in der Art, damit habe ich ehrlich gesagt gar kein Problem. Also ich weiß, wo ich politisch stehe, ich weiß, was ich politisch will und von daher habe ich irgendwie keinerlei Probleme mit Objektivität. Ich glaube, dass Objektivität ohnehin nicht existiert. Ich glaube, dass es irgendwie eine bürgerliche Lüge ist und dass sie immer dann ausgepackt wird, wenn wir Linke irgendwas machen. Also ich habe es zumindest in die andere Richtung noch nie gehört. Das finde ich, ist kein tatsächlich auftauchendes Problem. Ein großes Problem ist allerdings, und das war zum Beispiel bei dieser Übung, die ich mit den Conceros Comunales, mit Leuten aus kommunalen Räten gemacht habe, sehr deutlich, ist, es besteht immer die Gefahr, dass Interviewte natürlich das erzählen, was sie glauben, ihr Gegenüber hören will und nicht das, was sozusagen tatsächlich ist. Und das ist was, was in solchen Situationen entweder in zum Beispiel Venezuela Rentenökonomie, das heißt, der Großteil der Menschen hat schon immer davon gelebt, dass er das gesagt hat, was er glaubte, dass der Gegenüber hören wollte, also weil das so hat man ökonomisch überlebt. Aber genauso ist es für Leute, die natürlich arbeitslos sind, in irgendeiner Form marginalisiert sind etc. Viele lernen als Überlebensstrategie sozusagen nicht das zu sagen, was sie wirklich glauben oder selbst denken oder fühlen, sondern das, was sie glauben, dass der die gegenüber hören will, weil das natürlich genau die Möglichkeit ist, mit der sie sozusagen durchs Leben kommen und überleben können in einem feindlichen Ambiente. Das heißt, umso wichtiger ist es, nicht kurz reinzuschneien in solche sozialen Prozesse, sondern tatsächlich über längere Zeiträume Teil davon zu sein und entsprechend Vertrauen aufzubauen. Vertrauen aufbauen heißt eben auch nicht nur irgendwas abziehen, sondern eben auch was hinbringen. Das heißt zum Beispiel eben auch das eigene Netzwerk an politischen Kontakten, an sozialen Kontakten zur Verfügung zu stellen, wenn es den Interviewten nutzen kann. Das heißt, natürlich auch Projekte aktiv zu unterstützen, wenn man Zugang zum Beispiel, wie wir alle haben, bestimmt besseren Zugang zu Finanzierungen zum Beispiel als andere, dann eben auch Finanzierungen, die verschiedenen Basissachen zu unterstützen, Finanzierung, an Finanzierung ranzukommen und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass die Möglichkeiten da sehr vielfältig sind. Ich glaube auch nicht, dass man die alle aufzählen muss. Jeder weiß, was man eigentlich alles machen kann, wenn man Teil eines politischen Projekts oder einer politischen Bewegung ist. Und ich denke, dass Forscher sich als solche verstehen sollten. Und von daher ist die Palette an Optionen sehr breit. Danke. Das war punktgenau. Vielen Dank, Dario. Wir haben jetzt vielleicht so 10 Minuten für genau Fragen und auch Kommentare, wenn es, aber bitte innerhalb der 2-Minuten-Regel, ihr kennt das, ne? Also
das Saalmikro bitte von an den Herrn in Grün. Ist das an? Hört man mich? Ja. Okay, jetzt. Also ich fand in deinem Vortrag ein paar Sachen interessant und spannend, besonders die forschungsethischen Sachen, so würde ich es jetzt vielleicht mal betiteln, also mitforschen statt Objekte beforschen und so weiter. Aber du hast unglaublich viele total starke Setzungen uns hier quasi vorgesetzt, ohne die weiter zu begründen, und da möchte ich doch noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Basis bekommen, insbesondere weil ich glaube, du hast das teilweise inszeniert als ein Kampf gegen Windmühlenflügel, indem du dich von einer Protestforschung abgegrenzt hast, die so einfach auch, glaube ich, nicht ist. Also beispielsweise, dass diese Verbannung der Bewegung in eine soziale, nicht politische Sphäre, das könnte man vielleicht, was ich der systemtheoretischen Auffassung von sozialen Bewegungen vorwerfen, wo die halt nur so ein gesellschaftlicher Anzeiger für, da gibt es ein Problem sind oder sowas, aber das betrifft sicherlich nicht viele Forschungen über, also gerade historische Forschung über soziale Bewegungen, Revolutionen und so weiter. Auch die NSB-Forschung, gerade die sich zwar mit diesen sogenannten Ein-Punkt-Bewegungen befasst hat, hat in ihrer Hochzeit in den 80er Jahren die als Konflikte spätkapitalistischer Gesellschaften begriffen und sehr wohl in einem in der Regel auch marxistisch beeinflussten Kontext, also da auch da ist Habermas nur nicht die derjenige, der irgendwie das alles bestimmt hätte. Also ich meine, einfach diese Abgrenzung haut nicht hin, aber es ist von Relevanz, glaube ich, wenn man sich anguckt, dein also implizit unglaublich emphatischer Begriff von Bewegung, der aber am Ende so unbestimmt ist, dass ich nicht weiß, was ich damit noch anfangen soll. Also zum Beispiel, also dass Bewegung schien mir auf jeden Fall immer nur als was Positives vorzukommen, vielleicht interpretiere ich das falsch, aber das passt halt auf viele Sachen, die üblicherweise unter dem Bewegungsbegriff gefasst werden, nicht. Und insbesondere ein Punkt, den finde ich sehr schwierig, nämlich Bewegung sich nur so anzuschauen, als wären sie die Keimzellen für das Neue. Das ist das ist zwar nett gemeint, glaube ich, und reduziert aber die fälschlicherweise und auch für Bewegungsakteure selbst vollkommen irreführend sie auf ihr positives transformatorisches Potenzial. Es ist aber ganz entscheidend, finde ich, sich gerade die gesellschaftliche Eingebundenheit von Bewegungen anzuschauen, also beispielsweise wie sehr soziale Bewegungen von den Strukturen dessen, was sie vielleicht auch kritisieren, selber geprägt sind. Also wie sehr, was man sich angucken kann, Thema, womit ich mich beschäftige, wäre es, wie sehr neoliberale Praktiken von Individualisierung von und so weiter, also wie sehr die soziale Bewegung genau diese gesellschaftlichen Strukturen, auch diese Widersprüche in sich selber tragen, wie die konstitutiv für sie sind. Und da funktioniert das einfach nicht, die so rauszunehmen, wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, und sie nur auf ihre mögliche Zukunft irgendwie zu deuten. Die Frau jetzt hier vorne. Ja, mir ist, also ich bin selbst nicht forschend, mir ist nur aufgefallen, so wie du das dargestellt hast, also ich bin richtig aggressiv geworden, da stellst du dich so ein bisschen, da du als Forscher machst Übungen mit den zu Beforschenden, und du als Forscher hast dann auch die Aufgabe, denen was zu geben. Also für mich war da ein unglaubliches Gefälle drin. Ich als Beforschte, wenn ich jetzt dein Forschungsobjekt wäre, ich hätte echt gedacht, ja, hast du die Weisheit gefressen und ich kann nichts oder was. Also jetzt ganz überspitzt, ne? Aber für mich war da ein totales Gefälle. Also für mich hörte sich das so an, so der Forscher steht da oben, der kann alles und der weiß, was total wichtig ist für mich und was ich können muss, damit ich also irgendwie gut lebe. Und deswegen lässt er sich jetzt dazu herab, mir das beizubringen. Also ich weiß nicht, ob es an deiner Wortwahl lag, aber siehst du dieses Gefälle auch? Für mich klang das sehr arrogant. Großes Verständnis. Thomas? Ja. Ne, direkt hinter dir. Ich. Also ich... An? Ja, man versteht mich gut, ne? Ja, weil das war bei dir so leise.
Also ich habe zwei Fragen, und zwar einmal zur Objektivität, also und der bürgerlichen Lüge. Das war natürlich wahrscheinlich auch so gewollt, dass man darauf anspringt, aber ich frage mich halt, du machst ja qualitative Geschichten, und jetzt könnte man sich natürlich darauf einigen, dass es Objektivität, also dass man das schwer fassen kann als etwas, wie wir können Aussagen treffen und unabhängig von unseren Bewertungen könnte irgendeine Instanz sagen, dass es objektiv war. Aber gerade wenn du Interviews hast und narrative, sehr lange narrative Interviews, dann hast du ja das Problem, dass du die einfach mal interpretierst. So, und jetzt könnten wir ja sagen, aber so etwas wie eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit von dem, was du da machst, ja, das wäre doch schön. Weil sonst kann, ja, oder zumindest der Anspruch, sonst kann ich alles rein. Ich mache selber Interviews und da kann ich natürlich vieles rein interpretieren. Und am Ende wird niemand sich die Mühe machen, 1000 Seiten Transkripte oder so durchzugucken. So. Also diesen Anspruch, als forschungsethischen Anspruch so aufzugeben im Sinne von, das ist eine bürgerliche Lüge, das kitzelt mich zumindest. Und das Zweite ist, das kitzelt mich auch, also würdest du soweit sagen, dass jeder emanzipationsorientierte Forscher die Aufgabe hat, durch seine Forschung zur Bewusstseinswerdung so beizutragen? Also würdest du so weit gehen? Oder kann emanzipationsorientierte Forschung nicht auch sagen, nein, ich möchte nicht direkt Bewusstseinsbildung oder Politisierungsprozesse beeinflussen, sondern ich möchte eine möglichst radikale, realistische Abbildung dessen haben, was ist. So, ja? Und damit kaufe ich mir alle Vorwürfe ein, die hier sozusagen im Subtext stehen. Also wenn man den Beforschten zum Beforschten macht und objektiviert, dann ist das etwas Schlechtes. Ja? Aber kann es nicht auch sein, dass gerade wenn ich mich für Probleme wie, sagen wir, rechtsextreme Einstellungen interessiere, wenn ich mich dafür interessiere, wie reagieren Menschen auf soziale Konflikte, dass ich da eben nicht so einen Zugang wählen kann, also im Sinne von, ich will jetzt, dass da Lernprozesse ausgedrückt, sondern ich möchte nüchtern analysieren, was da ist. Und jetzt, genau, habe ich mich genau in die 2 Minuten. Hier links, ganz links. Ja, ich fand das sehr interessant und richtig, dass du den Anspruch formuliert hast, dass die Befragten selber das Ergebnis quasi interpretieren sollten. Nur was du dann als Beispiele genannt hast, fand ich dafür ein bisschen dünn. Also du hast ja nur quasi genannt, das eine ist, die Leute haben quasi einen Bewusstseinsprozess, weil ihnen klar wird, die Bewegung, die Partizipation bringt mir im Leben was. Und das andere ist so ein bisschen Methodenschulung. Aber ich hoffe, du hast noch ein besseres Beispiel dafür. Ich habe jetzt noch nicht wirklich gehört, quasi wie die Interviewten das selber interpretieren in einem stärker konzeptionellen Sinn oder so. Ich habe jetzt noch Katharina da hinten, genau, und dann Dieter und dann mich selbst noch. Und dann mache ich hier an der Stelle mal einen Punkt und alles Weitere später dann, ne? Dario, vielleicht kannst du noch mal was zum Umgang mit Kontexten sagen. Also was weiß ich, die Forschung, die am Institut für Sozialforschung in den 80er Jahren aus der marxistischen kritischen Industriesoziologie gemacht worden ist, zum Beispiel mit Werksbefragungen bei VW, die hat ja sozusagen schon ganz viele dieser Sachen, die du genannt hast, selber an Bord gehabt. Also nicht nur einen marxistischen oder einen Kapitalismus- oder gesellschaftskritischen Ansatz, sondern auch ein partizipatives Moment. Da gab es Gruppengespräche, dass die Ergebnisse wurden selbstverständlich redlich zurückgespielt zu den Leuten in Workshops hinten nach. Trotzdem, also erstens etabliertes Forschungsinstitut, zweitens DFG finanziert, drittens hat VW Ja sagen müssen und so weiter. Also ich bringe mal das Beispiel, um zu sagen, dass es doch immer noch sehr davon abhängt, wie Rahmenbedingungen sind. Erstens kannst, also vielleicht kannst du, wenn wir jetzt nicht nur den Idealfall Basisgruppe, Stadtteilarbeit, linke Bewegung, sozusagen revoltierendes kulturelles, soziales Umfeld, sondern wenn die Methoden und andererseits auch der partizipative Ansatz sich bewähren soll, dann muss der ja von Fall zu Fall mit sehr unterschiedlichen Widersprüchen erstens umgehen und zweitens sich über die diskursiven und anderen Rahmungen, die bringst du ja auch mit als Linker, genauso wie andere, die in dem Setting eine Rolle spielen, nochmal Gedanken machen. Also sozusagen diese 1-zu-1-Kiste, man hört die, die da sind
Und du machst dir dann sozusagen dein eigenes Bild, so ein bisschen hast du es ja jetzt nochmal dargestellt, das ist natürlich nur ein Teil dessen, was dann passiert. Vielleicht sagst du nochmal was zu Kontext, vielleicht sagst du nochmal was zu Interpretationen und wie im weiteren Sinne ein kritisches Publikum davon eigentlich kollektiven und kritischen Gebrauch machen kann, ohne alles das zu tun, was ja aufgearbeitet ist in der postkolonialen Bewegung, in der feministischen Kritik, in der politischen Epistemologie, dass man doch immer wieder auch ein revolutionäres Subjekt kreiert durch solche Methoden hinterrücks, ja, und damit auch etwas verdinglicht, sage ich jetzt mal etwas philosophisch, was sich dann doch nicht letztlich nur über so einen Prozess einholen lässt. Fragezeichen, wie geht man damit um? Dieter hier vorne. Ich möchte zwei Punkte ansprechen. Das erste betrifft nochmal den Bewegungsbegriff, da ist ja auch schon mal was gesagt worden. Du sagst, ich spreche nur dann von Bewegungen, wenn sie ein gesellschaftsgestaltendes oder sozialrevolutionäres Potenzial besitzen, nicht? Wie war das dann? Ich habe gesagt, dass ich grundsätzlich von ausgehen muss, dass Bewegungen das Potenzial haben, das zu sein. Was nicht heißt, dass sie es automatisch sind oder sein müssen. Ja. Aber ich muss grundsätzlich sozusagen herangehen an Bewegungen mit der Vorstellung, dass sie diejenigen sind, die das Potenzial dazu haben, eine gesellschaftsverändernde Kraft zu sein und das in sich tragen. Okay, das. Ich wollte nichts anderes sagen, habe mich vielleicht nicht klar ausgedrückt. Aber ich habe dich jetzt so verstanden, vorher und jetzt auch. Aber du stellst es so dar, als würdest du dich damit sozusagen in Abgrenzung zur gängigen oder etablierten Bewegungswissenschaft verstehen. Und das ist gar nicht so. Also da rennst du zum Teil sehr offene Türen ein. Das ist exakt das Verständnis von dem von dir kritisierten Alain Touraine. Der versteht Bewegungen genauso wie du. Ja, du kannst den Kopf schütteln. Ich war bei ihm, ich habe mit ihm zusammengearbeitet, ich habe eine Kritik von ihm geschrieben. Wir können uns im Einzelnen darüber unterhalten, müssen wir jetzt nicht erst. Aber meine Behauptung ist, er versteht es genauso und er grenzt diese sozialen Bewegungen ab von dem, was er organisatorische oder politische Kämpfe nennt. Das sind für ihn Dinge, die nicht das Fundament von Gesellschaft berühren, die nicht auf die Ebene von Historizität reichen. Es gibt Wallerstein oder Arrighi, die sprechen dann eben von antisystemischen Bewegungen. Es gibt andere Leute, ich gehöre auch dazu, die sagen, ich spreche nur von sozialen Bewegungen, wenn sie die Fundamente von Gesellschaft, die soziale Ordnung, und das schließt die ökonomische mit ein, ihren Grundfesten verändern wollen. In anderen Fällen spreche ich von politischen Kampagnen, religiösen Bewegungen oder was immer. Das heißt, du machst einen Gegensatz auf, eine Frontbildung gegenüber der etablierten Bewegungswissenschaft, die in dieser Form so nicht existiert. Es ist allenfalls eine Differenz gegenüber einzelnen Positionen, die ich auch benennen könnte. Das wäre jetzt der erste Punkt. Oh. Zweiter kurzer Punkt, ne? Okay. Naja, das bezieht sich auf den etwas lapidaren Satz, ich habe kein Problem mit der Objektivität, ich weiß, wo ich stehe. Wahrscheinlich willst du sagen oder meinst, ich habe kein Problem damit, dass ich selbst eine politische Position, eine Parteinahme vornehme. Und damit habe ich kein Problem. Das würde ich auch unterschreiben. Aber das Objektivitätsproblem, wie es in der Wissenschaft und anderswo diskutiert wird, das wirst du damit nicht los. Zum Beispiel die Frage, wenn ein Polizist sagt, der Demonstrant hat angefangen und mich geschlagen und der Demonstrant sagt, der Polizist hat geschlagen. Das sind auch Objektivitätsprobleme, die übrigens auch jeder Richter zu klären hat, ob gut oder schlecht sei dahingestellt. Die wirst du in der Wissenschaft nicht los und deshalb musst du dich auf die Objektivitätsproblematik, wie sie sich in der Wissenschaft an vielen Stellen stellt, einlassen, unabhängig davon, ob du eine ideologische, eine politische Position hast oder nicht. Vielen Dank. Ich spare mir jetzt meinen eigenen Beitrag, weil das war schon so wahnsinnig viel und ich glaube, das wirst du auch gar nicht alles beantworten können, aber versuch's halt. Hey, das wird alles ein bisschen viel. Aber fangen wir mit dem Wichtigsten an. Ich weiß gar nicht, wie es zu dieser Behauptung kommen kann, dass ich irgendwie den Bewegungen was erzähle oder sonst irgendwas. Ich habe genau das Gegenteil gesagt. Also ich habe gesagt, dass diejenigen, die in den konkreten Prozessen sind, genau diejenigen sind, die wissen, was ist und nicht ich als Forscher. Und dass ich
das, was ich Ihnen zur Verfügung stelle, ist, wie Maria das sagte, das, was ich gelernt habe. Also sprich, zu strukturieren, die Möglichkeiten zu geben, dass Sie halt eben sozusagen dieses Kontextualisieren selbst machen. Das ist das, was ich als Wissenschaftler gelernt habe. Also wie funktioniert das? Wie kann ich irgendwie bestimmte Sachen so aufdröseln oder so machen, dass die Leute das dann eben miteinander verknüpfen? Das ist das, was ich sozusagen anbieten kann. Ich habe, wie gesagt, genau das Gegenteil von dem behauptet, was mir da eben vorgeworfen wurde. Von daher sollten das auch die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, waren keine Beispiele für die Systematisierung oder für die Kontextualisierung, sondern das waren sozusagen Beispiele, wie ich in einem Interview in bestimmten anderen Punkten sozusagen auf Interviewte in irgendeiner Form eingehen kann, auch wenn es zum Teil vielleicht mir nicht unbedingt was nützt, aber halt einen Kontext schaffen kann, in dem die interviewte Person irgendwas davon hat, auch selbst, dass ich interviewe. Was das Kontextualisieren betrifft, das ist komplizierter, da müsste ich länger ausholen, aber zum Beispiel die Rekonstruktion von irgendwelchen Produktionsverfahren in Fabriken zum Beispiel. Also wo du das sozusagen, wenn das die Leute selbst rekonstruieren, auf ganz andere Ergebnisse kommen wirst, als wenn du die vom Management herausgegebenen Bücher nimmst, wie angeblich diese Abläufe funktionieren. Oder indem du einen Kontext schaffst, indem sich zum Beispiel eben die befragten Leute selbst Gedanken darüber machen, inwieweit die sozialen Beziehungen, die sie haben, eine Rolle spielen oder das Vertrauen, was sie untereinander haben oder nicht haben, eine Rolle dafür spielt, wie die lokale Selbstorganisierungsform funktioniert oder nicht funktioniert. Also sozusagen einfach zu gucken, die Möglichkeit zum Erstellen von bestimmten Zusammenhängen zu geben, die ansonsten in vielen Fällen nicht automatisch laufen würden. Und was nichts damit zu tun hat, ob irgendjemand besser ist oder schlauer ist oder weniger schlau ist, sondern was schlichtweg damit zu tun hat, was ich gelernt habe und was ich in bestimmten gesellschaftlichen Abläufen sozusagen als vorteilhaft oder nachteilhaft erfahren und gelernt habe. Und das spiegelt sich natürlich, das reproduziere ich immer wieder. Also deswegen natürlich sind alle Teil davon. Natürlich haben Bewegungen, stehen nicht irgendwie in irgendeiner Blase außerhalb der Gesellschaft oder haben nicht diese Einflüsse, die Gesellschaft hat. Aber sie unterstehen zumindest wesentlich anderen, weniger und anderen Logiken und Zwängen und Widersprüchen, in denen einfach jede Institution aus ihrer eigenen Logik heraus Institution zu sein und institutionelle Abläufe unterstehen. Also da haben Bewegungen natürlich mehr Freiräume, in ihr Handeln zu beschließen, ihre Beschlüsse zu treffen und umzuwerfen, jeweils neue Vorgehensweisen zu beschließen. Eine Institution kann nicht von Monat zu Monat neue interne Vorgehensweisen beschließen. Also von daher, das ist, würde ich sagen, warum Bewegung dort eine größere Rolle zukommt und auch eben die Möglichkeit, das Neue zu schaffen, was ich in den Institutionen, die Teil des Alten, da nicht sehe. 2 Minuten soll ich noch haben, okay. Das geht ja alles noch raus. Gott, pickt ja eins noch raus. Ich habe auch betont, dass es keineswegs nur positive Bewegungen geben kann. Natürlich kann es auch irgendwie negative oder Bewegungen geben, die eben nicht diesen gesellschaftsverändernden Horizont haben. Aber ich denke, dass meiner Ansicht nach die Definition, die in der Bewegungsforschung von den neuen sozialen Bewegungen vorgenommen wird, genau diesen radikalen, gesellschaftsverändernden Horizont a priori weitgehend negiert. Und ich glaube, dass es eben wichtig ist, mit einer Herangehensweise ranzugehen, die ihn a priori erstmal den Bewegungen zuschreibt, potenzieller Träger dieser radikalen gesellschaftlichen Veränderung zu sein.
und eben nicht a priori sozusagen ihnen das abspricht. Das heißt noch lange nicht, dass sie dann die Keimzelle dieses Neuen sein müssen, aber sie können es sein. Vielleicht nochmal ganz kurz zu, und ich glaube, dass da auch genau das Problem ist, ja, Konflikte spätkapitalistischer Gesellschaften, ja, das ist genau das Problem. Es sind eben nicht nur Konflikte spätkapitalistischer Gesellschaften, also sie spielen sich in spätkapitalistischen Gesellschaften ab, aber wenn ich mit eben diesem historischen Blick drauf gehe, dann geht es genau darum, dass diese Menschen einfach eine völlig andere Gesellschaft wollen. Keine Gesellschaft, weder spät- noch frühkapitalistisch, keine Gesellschaft, die von bestimmten Werten, Sachen etc. geleitet ist, sondern eine grundsätzlich andere Vorstellung haben. Wie gesagt, nicht alle Bewegungen, aber es ist immer wieder möglich. Und von daher ist genau diese Analyse als Konflikte spätkapitalistischer Gesellschaft eine Reduktion von dem Potenzial, was diese Bewegungen haben. Da würde ich auch auf Thoreau zurückgehen, der diese gesellschaftsveränderte Kraft eben im liberaldemokratischen Rahmen denkt. Und er macht auch genau dieses auf. Er wiederholt ja immer wieder, wie sozusagen im Sozialen bestimmte Räume für die Bewegungen entstehen sollen, wie im Politischen darauf reagiert werden soll, wie es notwendig ist, mit dem zunehmenden Neoliberalismus Bewegungsräume zu schaffen, in denen der kapitalistische Druck niedriger ist. Also er setzt genau diese Aufteilung der Sphären fort. Ja, tut mir leid, mehr Zeit habe ich leider nicht.